Hallo YouTube, hallo kleine Gemeinde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Video mit und von Madison. Ich habe schon mal ein paar Minuten gemacht hier, weil der Speicherpunkt nicht so optimal gelegt war mal wieder, aber das macht nichts, denn so lang war es nicht, war nur ein paar Minuten. Musste mir gerade die Szene nochmal anhören hier im Bad, wie die beiden gestritten haben, Oma und Opa. Und mir ist etwas eingefallen, und zwar... Wir haben noch den Betonblock. Ja, nicht den Metallblock. Können damit noch gar nichts machen. Und wir haben die Kreissäge eingeschaltet. Warte mal, haben wir den Ring schon? Der Ring und Totenschädel liegen. Genau. Und wir haben aber doch mal so eine Dose gefunden, die verrostet ist, wo er gesagt hat, die kriegen wir so nicht auf. Vielleicht können wir die an der Kreissäge nutzen. Ich habe keine Ahnung, aber ich werde versuchen. Ne? Lese. Gucken wir mal. Ich glaube, ich muss erst was ablegen, ne? Oder auch nicht. Nö, ich glaube, damit will ich erstmal nichts ablegen. Dann nehmen wir mal. Mondkiste, Sonnenkiste. Die Mondkiste war die verrostete. Ist so, die haben wir. Hier von A. Achso, liegt drin. Untersuchen. Das ist die, ja, die nicht aufgeht, die verrostete. Genau. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen, Zuduk. Dann gehen wir mal gucken, ob wir die vielleicht aufsehen können. Warte mal, noch mal kurz gucken. Totenschädel liegt. Genau. Und der Ring liegt. Dieses Headbobbling, ne? Kann man das hier nicht ausschalten? Kann man nicht ausschalten, ne. Schade. Das ist so etwas, das könnte man weglassen in den Games, ne? Lasst mich einfach in Ruhe. So, mal gucken, ich bin gespannt. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil in der letzten Folge bin ich auch ein bisschen viel rumgeflitzt und habe eigentlich nichts mehr finden können. Yes! Da ist ein bisschen weggefluppt. So stelle ich mir das auch in Wahrheit vor. So, was haben wir hier? These must be Madison's victims. Madison's Opfer. Körperteile. Guck mal, Fuß, Bein. Okay. Reifen. Warte mal, können wir die als Einheit, weil in dem Buch stand doch, wir brauchen 7 Körperteile, ne? Was ich mir nicht vorstellen kann, dass wir da 7 echte Körperteile drauflegen müssen. Huch, noch einen weiter. Falsch abgebogen. Wir die hier rauflegen können. Das wäre natürlich Nietzsche. Mit Mondkiste. Okay. Okay. Guck mal, dann fehlt uns nur noch eins tatsächlich. Und zwar... A body exchange ritual? Sentimentales Objekt haben. I need to put an end to this. Das ist der Ehering, da wird da auch angezeigt. Die Schlange hat ihn umschlungen. Mit der Zunge. 7 Sacrifices. 7 Körperteile haben wir. 2 Körper, ein Gast und ein Wirt. Der Totenschädel, okay. Menschliche Asche. Menschliche Asche brauchen wir noch. Wo kriegen wir denn menschliche Asche her? Wo kriegen wir denn menschliche Asche her?
Was machen wir mit diesem Gewicht? Ich denke, das soll ein Gewicht sein. Moment mal, brannten hier vorhin auch schon Kerzen? Höchstwahrscheinlich, oder? Okay. Fenstern kann man nichts machen, ne? Menschliche Asche. Die Uhren sind auch noch so ein Rätsel. Ich bin gespannt, was damit auf sich hat. Ich denke, das wird dann irgendwann nachher im Uhrenzimmer irgendwas preisgeben, das Rätsel. Ich will mich mal ein bisschen mehr umgucken, auch nach den roten Fotos hier. Menschliche Asche. Menschliche Asche. Hier noch irgendwas? Nee. Langsam müsste ich mich dran gewöhnt haben, ne? Sollte man meinen. Wo krabbelt ihr hin? Okay, das Foto da oben, das haben wir. Das haben wir. Hier kommen wir jetzt auch gar nicht weiter, oder? Können wir hier vorbei eigentlich? Nee, okay. Signer. Das hat immer nur Signal, wenn uns jemand erreichen will. I don't remember drawing any of these. Am I going insane? Was ist das? Dachboden hatten wir vorhin. Ja, was ist das, Mann? Werd ich nicht drauf schlau. Asche. Wo könnte Asche stehen? Eine Urne oder so, ne? War ja auch abgebildet. Ich geh nochmal hier hinten gucken. Vielleicht in seinem Arbeitszimmer. Eine Urne hinten im Regal, die ich nicht gesehen habe. Keine Ahnung. Ich könnte mir sonst nicht viel vorstellen. Man guckt ja leider Gottes auch immer so ein bisschen schnell, ne? Das muss ich gestehen. Aber hier ist es eben auch so, dass einiges angezeigt wird. Oder eigentlich alles angezeigt wird, was wir benutzen können und was nicht. So, hier gibt es nichts mehr. Ich sehe auch keine Urne rum. Was war das? Hatten wir das schon? ...1968, Elizabeth Maxwell. 1968. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Code ist, oder was? Oh, ich erschrecke mich jedes Mal so ein bisschen, ne? Schon komisch platziert, das Ding. Dass es so einen Schatten wirft, was ist das? Okay. Alter.
Schnell rein hier. Ach, wenn ich sie zumache, hört es sich ganz anders an. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich auch noch nicht mehr raufgeguckt. Okay. Nichts von Interesse. Glaube ich auch noch nie geöffnet. Was haben wir hier? Oder? Lesen. Joseph Abraham Lakestore. Ich lese Runenkarten, Tarotkarten und kontaktiere geliebte verstorbene Menschen in der Geisterwelt. Wegweisung, Deutung, Führung und Weissagung via Tarot und Rune. Wähle 212-56-544-84-512. Die kann man sich auf jeden Fall merken, die Nummer. Nicht. Oh, Lügner. Guck mal. Lügner. Wie kann ein Tarotkartenleser ein Lügner sein? Hm? Deine Wahrsage. Das verstehe ich ja gar nicht. Können wir Dad kontaktieren? Guck mal. 1, 2, 3, 4 und 5 sind markiert. Instructions for Silver Locket. Silver? Ein Bild von der toten Person für accomplishing the contact. Okay. Ah, okay, alles klar, alles klar. Es geht hier wieder um das, ja, um das Kontaktieren. Mach alle Lichter aus. Benutze dein eigenes Blut als Geschenk. Muss auf der rechten Seite muss das sein. Close your eyes, schließ deine Augen und sag ihren seinen Namen dreimal. Wiederhole. You loved on answers. Soll das alles wiederholen? Nachher. Aber ich werde nicht schlau aus diesem. Das ist okay. Ich denke, das geht uns alles nichts an hier. Guck mal, das ist diese Uhr, die wir gefunden haben. Ja. Auf jeden Fall keine weiteren wichtigen Informationen hier. Wie geht es weiter? Auf den Dachboden gucken. Irgendwie immer das Gefühl, man sollte auch mal die Fenster abgucken hier. Warum auch immer. Ja, da kann man dies auch noch abgeschlossen. So allmählich, ne? Du irritierst mich, dich machen wir aus. Gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwas haben. Zumindest vorerst nicht. Dosen, da unten fiel eine Murmel. Okay. Das hatten wir, das hat mit dem Rätsel zu tun. Der irritiert mich immer noch. Warum er die ganze Zeit wackelt. Hier gibt's nichts mehr. Hier gibt's ja auch nichts mehr. Hm. Was übersehe ich? Menschliche Asche, Mann. Warte mal, hier sind zwei.
beides das gleiche. Okay, man kann nur in beide horchen. Warum wird hier immer wieder zugemacht, wenn ich komme? Gibt es hier noch irgendwas? Außer das hier. Hier können wir noch nichts anfangen. Das kann ich mittlerweile auswendig. Da kann man nichts weiter drauf erkennen. Egal, wie viel Mühe man sich gibt. Zack. Blue News is real. Hier kann nichts Neues sein. Na, hier haben wir den Ring geholt. Asche, Asche. Was sollen wir denn Asche herkriegen? Hier wird auch nicht irgendwo Asche rumstehen, oder was? Die wir jetzt plötzlich finden. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Was hatten wir denn noch hier drin? Was hatten wir hier noch drin? Bandaufnahme 2. Gut, da muss ja auch noch irgendwo Bandaufnahme nicht anhören. Auch noch Bandaufnahme 3 oder was? 1. Mehr haben wir hier nicht drin. Mehr haben wir hier nicht drin. Jetzt mache ich gleich mal kurz einen Cut und lass mich mal spoilern. Ich bin jetzt schon wirklich oft herumgelaufen hier und weiß einfach nicht weiter. Damit wollen wir die Folge ja auch nicht füllen, ne? Rumliegen, Tape oder ach, was weiß ich. Den Block kann ich hier nicht rauflegen, ne? Den Steinblock. Ne. Okay, Peebles, ich hole euch gleich wieder dazu. Bis gleich. So, weiter geht's für euch. Für euch eine kurze Unterbrechung. Für mich eine etwas längere. Ich habe ein bisschen suchen müssen. Und zwar sind das hier nur 5 Körperteile. Ich habe nicht richtig geguckt. Dachte, gut, da sind Körperteile abgebildet, ne? Das läuft. Wir müssen die andere Kiste, oder diese kleine Kiste, ja. Schatulle, wie auch immer. Müssen wir da auch noch mit hinlegen. Nehmen. So. Untersuchen. Interagieren, ja. Da waren noch welche drin. Das habe ich einfach nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Das andere waren nämlich 5 und hier sind noch 2 drin. Da legen wir die auch nochmal mit drauf. Und dann gucken wir, was passiert. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Ja, das funktioniert. Sollte ja, ne? Wenn man sich schon spoilern lässt, sollte das auch funktionieren. Zahlen, die aber keinen Sinn wieder ergeben. I need to find 4 digits to open this door. They must be somewhere. Tür ist ohne Jesus wieder auf. Gucken wir mal. Okay, die Statuen hier, das hätten wir abgeschlossen. Die Schaben wieder. Und ein weiteres Tape. Tape 3. Greifen. Er speichert, das ist gut.
Das hören wir uns direkt mal an. Warte mal, habe ich hier noch andere Tapes mit? Die kann ich nämlich... Ne, die hatte ich schon abgelegt, ne? Na, aber ja. Die will ich nämlich nicht immer alle mitschleppen. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Kippt denn jetzt der Stuhl um hier? Was soll denn der Shit? Benutzt. John, I must stress to you how dangerous these demons really are. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. They entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off of it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop. They play with our bodies and minds. Does this mean that... until they find what they were looking for. That woman is attached to the camera? They're no longer human. Attached to me? They are beyond everything we know. John, I implore you. She's no longer human. Seek help. I'll investigate that woman you told me about. John ist sein Vater. Madison Hale. And I'll get back to you as soon as I find something. Keep all of this information away from your son. Get rid of that camera as soon as you get this message, but please, please do be careful. If your child has already had contact with this entity, his life, yours, and your family's are in Mom. Jeopardy. Chanel, what have I done? I need to find a way to end this. Okay. Fuck. Pack die Kamera erstmal wieder weg. It burns. Das Tape. My body burns. Horns? Hörner? Wachsen die mehr Hörner oder was? Dann ist zu spät. I think I've seen something like this. In the house. Ja, ich auch. Und ich weiß auch wo. Oh. So gut gemacht zur Kleinigkeit, ne? Nur eine Kleinigkeit. Ablegen, Tape. 7 von 8. Okay. Block nehmen wir mal mit. Jetzt passiert ja auch deutlich mehr, ne? Ich meine, der Betonblock hier umgekippt, der Stuhl eben in der Küche. Das Klopfen, das hören wir ja ziemlich laut. Okay. Mal der Stuhl, der da steht, ne? Lag der nicht da oben drauf? Nee, okay, da steht... Stand da schon immer ein Stuhl? Der sieht so... verdächtig aus. Ich merke schon, es geht los hier. Hier, Diana. Da sind auch die Kakerlaken. Okay. Was kriegen wir zu sehen? Eine Null. Eine Null. Ist eine Null, ne? Ja, ist eine Null. Und dann oben, eine Null. Ich würde dir sagen. No, no, no. No. Not again. No. Er verändert sich. Fuck. I can't feel my fingers. What is happening to my body? I don't know what this could mean. There was a red light, but everything was dark. Es war alles dunkel, ja. Da müssen wir den Strom wieder ausmachen, höchstwahrscheinlich. Hier irgendwas geändert? Nee, 9 Uhr. Okay, warte, ich gehe direkt mal in den Keller und versuche mal den Generator auszuschalten. Das müsste ja dann funktionieren, oder? Zumindest konnte ich ihn hier anmachen. What the hell am I doing? Was zur Hölle tue ich? Ja, genau, ich würde niemals das Licht ausmachen. So, rotes Licht. The doorbell. Da hinten klingelt's. I gotta get to the front door. Lauf, wir werden gerettet. Wahrscheinlich nicht, aber es ist eine Chance. Da hinten kommt's her.
Ja, absolut dunkel, ist klar. Oh. Nächstes Mal fotografiere ich dich. Dann hast du das Problem. Gib uns Licht. Oh ja, danke. Irgendwo hier hinten. Oh, das, guck mal, das Piano ist weg. Och, warum mache ich das eigentlich? Das ist so... Playing with my mind. There is no fucking escape. Das abgetrennte Gießmaß hier am Ufer. Oscar Jones Jr. sind das die Toten? Lara Calypson, 1963, Mutter und Freund. Pattinson 3. Okay, Vincent Pattinson ist wohl in der 3. Merken wir uns mal. Das ist der erste, wo eine Zahl mit draufsteht. Jackson A. Pattinson, okay, Vincent Pattinson. Schmidt, Cherison, Vincent Pattinson. Robert Hale, 1987. Okay, mehr geht hier gerade nicht. Fahren wir hoch. The first victim was her own 75-year-old father. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. The second victim was her 71-year-old mother. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of her. Sounds like something's moving. Was habe ich gemacht? According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. The woman passed away. Das war jetzt Zufall. Ich wollte eigentlich nur fotografieren, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. Um was zu sehen. The second victim was her 71-year-old mother. Okay, raus da. Judge. Sie haben wir nur ein Schild gefunden, wo eine Zahl da drauf stand, ne? Das war in der dritten Etage. Christian Pittner, 1932.
Doch die Jahreszahlen, die sollen irritieren. Das ist, wäre viel zu viel. The second victim was her 71-year-old mother. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. Ja, bedeutet, she passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. The second victim was her 71-year-old mother. 71 Jahre alte Mutter. According to police reports, Madison amputated both of her legs while she was still alive. Wiederholt das auch immer. Ja, passed away due to great loss of blood. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. Sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. 103. Mal gucken, ob wir den Pattinson finden. The third victim was a 27-year-old man. Eins, zwei, drei, ja, das steht überall, ja. Müssen wir die alle fotografieren, die Löcher? Ein Sohn, ein Bruder, ein Vater und ein Freund. Alfred Miller. Das steht hier nämlich nicht. Alfred Miller, 1909 bis 1988. Maybe I can break the wall with something. The third victim was a 27-year-old man. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died. Jetzt hat er dich ihn selber noch ins Gesicht gehauen hier, du. Hör mal. Drake Fletcher, 1960. Es tickt doch irgendwie. Ne? Dreht sich das hier? Warte mal. Drake Fletcher. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. Thomas Otto. The third victim was a 27-year-old man. Die drehen sich. Ah, auf der 3 ist der Pattinson. The third victim was a 27-year-old man. Madison. Haben wir gesehen, ne? Da wird aber ja nicht angezeigt. Madison hit his head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. 1998. The third victim. 3 dreht sich immer da. Wir sind auch in der 3. Die Etagennummer dreht sich immer da, wo wir fotografieren. Das heißt, wir müssen die in der richtigen Richtung platzieren. Alfred Miller. The young man died instantly. His body was dismembered as well. War das? Das ist Alfred Miller. Okay, ich lasse es mal so stehen. Klingt richtig, ja? With a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. The third victim was a 27-year-old man. Oh, ein Foto. Ein rotes Foto, habt ihr gesehen? Oh, da war ich nicht schnell genug. Okay, mal look, 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 look. Wir sind in der 4. Madison stabbed her at her own front door. Neighbors witnessed her dragging the body into the house and Kate Louis Schmidt. The woman's body was found George Brown in more than 13 pieces. Mal gucken, ob hier auch der richtige angezeigt wird. George Brown. Okay, da würde ich den auch so stehen lassen, ja? Ich will trotzdem noch einmal gucken, ob die übereinstimmen, die ich hier finde. Oder wenn die nicht übereinstimmen. Was? Alter!
Ashley, vor Schreck habe ich alles vergessen. Ashley Smith, ne? Meine Güte. Ashley Smith. Jetzt ist er. Ja, guck mal, das könnte dann auch richtig sein. Rest in Peace. Ashley Smith, 2001, aber steht nichts von Rest in Peace drunter. Das muss, glaube ich, mit dem Foto hundertprozentig übereinstimmen. Gucken wir mal. Lynn Jamie, RIP, my love. RIP, my love. 52 bis 19 irgendwas. Ne, steht nicht da. Der einzige, wo alles richtig war, war der hier, ne? Gucken wir nochmal. George Brown. 32 bis 75. Komm, ich mach das so. 32 bis 75. Eine Zahl oben, eine unten. Auch nichts. Aber 32 bis 75 passt auf jeden Fall. Okay, dann lasse ich das so stehen hier auf der 4. Das ist das Einzige, was irgendwie halbwegs passt. Zu merken, zwischen 3 und 4 war noch ein Foto. Ah, hier sollen wir uns selber fotografieren. Boah, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Ja, gibt's auch nicht mehr. Okay, steht ein Stuhl in der Mitte. Der natürlich nicht da ist. Und ein Galgen. Wieso passiert nichts? There are no numbers on this one. Aber noch. Da muss ich erst die anderen richtig machen, höchstwahrscheinlich, ne? Leute, das war's erstmal für diese Folge. Dankeschön fürs Zugucken. Ich bin sehr gespannt, wie das hier weitergeht, aber ich werde in der ersten Etage nochmal beginnen. Und kriegen wir schon hin. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikorski, und bis baldinski.